Vegane Ernährung. Schwieriges Thema. Ich finde es gut, aber ich glaube, in meinen Augen ist vegan vieles, was Tofu oder so angeht, finde ich mehr, ist viel mehr Chemie leider. Für diejenigen, die das für richtig halten, ist es gut. Mir ist es ganz einfach zu einseitig. Also für die Umwelt wäre es gut, wenn alle vegan wären, aber die Gesellschaft ist einfach so verrannt in ihren alten Verhaltensweisen oder ihren alten, wie sie es halt kennen, dass es einfach aktuell nicht möglich ist, dass wir mehr uns vegan ernähren, weil einfach das Angebot auch nicht da ist. Ist das so? Nein, tatsächlich gibt es schon ein veganes Bistro in der Magdeburger Innenstadt. Wir haben Luise getroffen, die das Krops 2017 eröffnet hat. Doch was kann man sich darunter vorstellen? Das Konzept des Krops ist, dass wir vegane Speisen und Getränke anbieten. Kaffee, Kuchen, kleine Snacks, alles, was das Pflanzenherz begehrt. Vegan, weil ich selber vegan lebe und zu der Zeit, als ich den Laden eröffnet habe, gab es tatsächlich noch nichts rein Veganes in Magdeburg und ich wollte gerne freien Zugang zu veganen Lebensmitteln haben, immer. Ich habe eine Mitarbeiterin, die kommt immer gerne zum Backen und macht auch mal ein bisschen kleine Snacks mit. Ansonsten mache ich aber auch gerne viel selber. Manchmal sind ja Sachen einfach zu fortschrittlich, so Rohkostgerichte zum Beispiel. Irgendwie so ein Rohkostkuchen ist an manchen Stellen in Magdeburg schon immer noch mal ein bisschen tricky. Ich habe ganz viel tolle Gäste, die rumwundern, wie schön sie den Laden finden, wie lecker der Kuchen ist und wie gerne sie herkommen. Und das macht auf jeden Fall glücklich. Es kommt auch vor, dass man die Leute dann doch abholen kann, indem sie den Kuchen probieren und dann ist es doch total lecker, weil süßer Kuchen, Entschuldigung, wie kann das nicht schmecken? So, ob da jetzt Eier drin sind oder nicht, ist ja dann, kann man ja auch außen vor lassen. Man muss es ja nicht immer unter dem Stempel vegan irgendwie laufen lassen. Das ist ja auch in Ordnung, wenn man einfach sagt, du, wir gehen ein Stück Kuchen essen. Doch kann sich ein kleines Geschäft wie das Krops auch in schwierigen Zeiten halten? Insgesamt ist es natürlich das Paket aus, du bist selbstständig, es ist immer wieder die Existenzangst, jetzt natürlich jetzt auch mit Corona, das ist eine, ist unglaublich, was man da durchlebt. Luise hat schon vieles erlebt, bevor sie überhaupt mit dem Gedanken gespielt hat, ein eigenes Bistro zu eröffnen. Ich habe früher natürlich ganz andere Ideen gehabt, so. Ich habe viele Sachen irgendwie schon gemacht und ich war im Ausland und dann bin ich zurückgekommen und dann stand halt irgendwie die Frage an, was ich mache. Und dann lebte ich sowieso vegan, habe schon immer Gastronomie gemacht und ein Freund von mir hat gesagt, Luise, es wird Zeit, wir brauchen ein veganes Geschäft. Und dann war es so, okay, warum nicht? So, warum nicht einfach einen veganen Laden aufmachen? Kritikerinnen und Kritiker bezeichnen Veganismus oft als Mangelernährung. Stimmt das? Natürlich kann die vegane Ernährungsform eine Mangelernährung oder Mangelerscheinungen hervorrufen, kann aber bei einem Mischköstler genau das Gleiche sein. Du musst eben einfach darauf achten, dass du dich vollwertig ernährst und eben aus allen wichtigen Lebensmittelgruppen dir deine Nährstoffe holst. Das heißt, wenn du jeden Tag zu irgendeiner Burgerbude läufst und dich den ganzen Tag von Pommes und Tiefkühlpizza oder was auch immer ernährst, also sprich Convenience-Produkte zu dir nimmst, kannst du das, ob jetzt Mischköstler oder pflanzenbasiert, natürlich kann das zu einer Mangelerscheinung führen. Wie sehen eigentlich die Gäste des Krops die Situation in Magdeburg? Ich denke mal, es gibt noch sehr, sehr wenig Alternativen so in Magdeburg. Also das Krops ist so eine der wenigen Sachen, wo man wirklich rein vegan essen kann und auch sonst kennt man, glaube ich, in den üblichen Restaurants oder Bistros eigentlich gibt es meistens ein Angebot oder sowas. Also es ist auf jeden Fall ausbaufähig. Aber ich denke, man merkt halt über die Jahre jetzt, also so hat man sehr stark gemerkt zumindest, dass die Entwicklung stattfindet. Also es gibt immer mehr zumindest. Man könnte noch ein paar mehr so wie das Krops geben, wo man wirklich sich auch darauf verlassen kann, dass man was Veganes findet, was auch wirklich lecker ist. Und wie soll es jetzt weitergehen mit Luise und dem Krops? Was wünscht sie sich für die Zukunft? Keine Ahnung, wie das weitergeht, aber es geht immer irgendwie weiter. Ich bin ein sehr positiver Mensch, von daher Step by Step, Tag für Tag und dann wird das schon alles gut. Ansonsten wünsche ich mir natürlich, dass es für immer so weiter gut läuft und am Ende die vegane Weltherrschaft für mich dabei rauskommt. Das ist ja immer das große Ziel. Vielleicht möchte ich sagen, Menschen, kommt her, probiert's aus und überzeugt euch davon, dass es durchaus auch eine Möglichkeit ist, mehr pflanzenbasierte Kost in den Alltag zu integrieren. Niemand muss sofort auf vegan umstellen, das ist gar nicht. Aber ein bisschen ist auf jeden Fall immer schon eine gute Idee für die Gesundheit, für die Welt, für die Tiere.
da wäre schon viel getan.